Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft Hypixel Skyblock Video, meine lieben Freunde. Die letzten Tage kamen jetzt hier vermehrt keine Videos. Das lag nicht daran, weil ich zu faul war oder keine Lust hatte, sondern ich hatte jetzt vor kurzem Geburtstag am 25. und wir haben am 27. gefeiert. Und das war einfach ein bisschen, ja, ich sag einfach mal Stress, weil ich habe jetzt nach langer Zeit, dadurch, dass ich jetzt eine größere Wohnung auch habe und eine ordentlichere Wohnung, habe ich mal meine Familie eingeladen zum Geburtstag feiern. Und ja, deswegen war dementsprechend viel zu organisieren und vorzubereiten. Aber ich weiß, dass ihr dafür Verständnis habt. Deswegen, es tut mir an der Stelle leid, Leute, dass ich euch nicht mit Videos versorgt habe. Aber ich war selbst ein bisschen überrascht, wie viel Aufwand dann doch letzten Endes so eine große Geburtstagsfeier mit sich bringt. Es war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich konnte mich sehr gut erholen. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt auch wieder voll durch und geben wieder richtig schön Vollgas. Denn was sich viele von euch gewünscht haben, ist ein Guide zu den Minions oder auch Queries, wie man auch immer es nennen mag, hier in Skyblock. Und ja, wir werden jetzt erstmal hier diesen komischen Zombie töten. Zack, da hat er erstmal eine Schelle kassiert. Und ja, ihr seht schon, ich habe hier auf meiner Insel ganz viele Emerald-Minions. Das liegt daran, dass ich momentan auch eine kleine Wette am Laufen habe mit ein paar Dudes. Und zwar hatten wir gewettet, ich habe ja vorletzte Woche, Freitag quasi mit Skyblock angefangen. Und die haben gesagt so, yo Kevin, ich wette mit dir, dass du innerhalb von 14 Tagen es nicht schaffst, nach Beginn von Skyblock die Emerald-Rüstung zusammenzubekommen. Und habe ich natürlich, wie ich so bin, gesagt, ach klar schaffe ich das, Junge, und so. Und ja, deswegen habe ich hier ganz viele Emerald-Minions stehen. Aktueller Stand für die Leute, die es interessiert, bei der Wette ist, dass ich 16 Enchanted Emerald-Blöcke habe. Ich brauche 24 Stück. Ich habe jetzt noch bis Samstag Zeit. Wir haben einen Tag Toleranz eingerechnet wegen den ganzen Geburtstagskram und so. Also im Grunde genommen habe ich gar keine 14 Tage jetzt Zeit, sondern irgendwie nur 11 oder 10. Ich weiß es gar nicht, weil ich konnte 2-3 Tage ja jetzt gar nichts machen groß. Auf jeden Fall, es sind weniger Tage, als ich eigentlich normalerweise hätte. So, auf jeden Fall, der Stand ist, ich bin jetzt fast bei 17 Blöcken inzwischen. Ich habe hier schon 2 Stacks wieder von denen und es sieht danach aus, dass ich die Wette gewinnen werde. Ja, und wie ich an diese ganzen Query-Geschichten komme, das erkläre ich euch jetzt einfach mal. Und zwar, ihr könnt erstmal fast in sämtlichen Bereichen eine Query erstellen. Ihr müsst dafür einfach mal in euer Skyblock-Menü gehen. Dann geht ihr unter Collections. Ja, wenn ich jetzt hier nicht von einem Skelett belästigt werde. Meine Güte, lass mich mal hier in Ruhe machen, Kollege. So, dann geht ihr hier unter die Collections. Ich gehe mal von den Portalen weg, ist glaube ich ein bisschen laut. Und dann könnt ihr dort, sagen wir jetzt einfach mal, keine Ahnung, ihr wollt Diamanten haben. Dann geht ihr einfach hier drauf und dann seht ihr schon, auf Stufe 1 schaltet ihr das Diamond Minion Rezept frei. Ja, da könnt ihr einfach drauf gehen, zack. Und dann seht ihr auch schon hier sind die verschiedenen Stufen. Man kann eine Query bis auf plus 11 upgraden, also Level 11 upgraden, ja. Das ist so das Höchste. Und ihr seht auch, die Zeit, in der die produzieren, die verkürzt sich auch immer weiter. Natürlich lohnt es sich, auf kurz oder lang bis hier hinzugehen, weil am Anfang braucht er 29 Sekunden für einen Diamanten. Und zum Ende hin sind es 15 Sekunden. Und ja, ihr seht dann auch, was ihr benötigt. Ihr braucht dann einfach nur eine Holzspitzhacke, ein paar Diamanten, die müsst ihr dann da rumcraften und dann könnt ihr den Minion Stufe 1 machen. Später ist es dann doch ein bisschen mehr. Können wir ja auch nochmal reingehen hier. Zack, dann gehen wir mal hier drauf. So, und dann gehen wir mal auf das Letzte. Und da seht ihr, dann braucht ihr diese Enchanted Diamond Blöcke, ja. Also die, die ich auch jetzt gerade zum Beispiel aufhebe, um meine Emerald Armor zu machen. So, das funktioniert eigentlich in jeglichen Kategorien so, ja. Ich sag jetzt mal, keine Ahnung, wir gehen jetzt einfach mal hier in Farming Collection. Dann gehen wir mal unter Weizen und Stufe 1, da seht ihr auch, hier gibt es auch einen Weizen-Minion, ja. Der wird dann ein bisschen anders hergestellt, da braucht ihr dann statt einer Spitzhacke eine Hacke und Weizen. Also ihr seht, das Prinzip ist eigentlich immer das gleiche, ja. Was auch wichtig ist, ihr habt die Möglichkeit, die Minions zu upgraden. Ich habe jetzt zum Beispiel den Compactor drin. Der macht das immer, wenn der 9 Emeralds hat, macht er daraus einen Block, ja? Das findet ihr in der Cobblestone Collection. Da gehe ich jetzt mal ganz kurz rein, ja? Es gibt dann später auch noch den Super Compactor 3000. Der macht dann das nächsthöhere. Ja, das heißt also, zum Beispiel würde er jetzt hier dann Enchanted Emeralds craften, wenn er die Möglichkeit dazu hat. Das heißt, die farmen dann 5 Stacks oder wie auch immer, so viel wie die brauchen halt, ja, Emeralds und machen dann ein Enchanted Emerald, dass die nicht so schnell volllaufen. Dann gibt es auch die Möglichkeit, solche Kisten für die Minions zu holen. Die müsst ihr quasi einfach nur daneben stellen. Die gibt es auch in der Holz-Collection. Also da müsst ihr unter Holzfällen gehen und dann Oakwood. Ich glaube, hier gibt es die erste Store Age auf Stufe
4. Ja, da gibt es die Small Store Age. Dann gibt es die Medium Store Age, die ist auf Stufe 7. Und auf Stufe 9 gibt es dann die große Store Age. Ja, die ist dann auch dementsprechend, braucht die ordentlich Stuff, ne? Da habt ihr aber quasi eine Doppelkiste quasi hier voll mit... Nee, nicht eine Doppelkiste, eine einzelne Kiste. Also eine komplette einzelne Kiste voll mit Platz, wo dann Sachen eingelagert werden können, wenn das Minion voll ist. Dann gibt es noch die Option, quasi Brennstoff in die Minions zu tun. Der beschleunigt, dass die ja eine schnellere Abbaurate haben. Die Enchanted Charcoal, die lohnt sich auf jeden Fall. Die ist ziemlich gut für die 20% und für den Aufwand, die sie benötigt, um sie herzustellen. Ich kann euch auch mal zeigen, wo ihr die findet. Ihr geht einfach unter Coal und auf Stufe 1 kriegt ihr das Coal Minion. Dann gibt es auf Stufe 4 die Enchanted Coal. Das ist noch nicht so gut. Und auf Stufe 5 gibt es die Enchanted Charcoal. Und die ist wirklich richtig, richtig gut. Die hat auch nicht so einen hohen Aufwand zu craften. Ihr braucht, ja, wie ihr seht, 2 Stacks Kohle und einen halben Stack Oakwood. Ihr habt ja schon gesehen, mit der Dschungel-Axt geht das relativ schnell, das zu farmen. Also das ist easy going. Und auf der allerletzten Stufe gibt es dann, nee, nicht auf der allerletzten, auf der vorletzten Stufe, auf Stufe 8 gibt es dann noch den Enchanted Lava Bucket, also den Lava-Eimer. Und der ist nochmal einen Ticken krasser, denn der macht das Minion 25% schneller und es hat eine unendliche Brennzeit, dieser Eimer, ja, also der ist wirklich Masterclass schlechthin. Dafür braucht ihr aber auch Enchanted Iron und ihr braucht 2 Enchanted Coal Blocks, aber die sollten auch relativ schnell machbar sein, aber ihr seht schon, ne, man braucht jede Menge Kohle. Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall auf Kohle-Minions gehen. Also man kann schon einiges rausholen. Das ist dann natürlich mit dementsprechend viel Aufwand und Zeit verbunden, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, das ist eigentlich so der ganze Clou, den es bei den Minions gibt. Mehr von den Modifikationen, die sie haben, kenne ich nicht. Es gibt auf jeden Fall noch eine Modifikation, dass sie automatisch Erze einschmelzen. Ich weiß allerdings nicht, unter was man die findet, diese Modifikation. Ja, das kann ich euch leider nicht sagen. Es gibt noch diesen Hopper hier. Der macht, glaube ich, dass ihr Items von Minions von einer Kiste in die nächste leiten könnt, ja. Aber ich weiß nicht, wo dieses Ding ist, womit die Minions automatisch einschmelzen. Das kann ich euch leider nicht sagen. Das hatte mir gestern jemand im Stream geschrieben, aber ich habe es schon wieder vergessen, weil ich es nicht gebraucht habe bis jetzt. Es kann sein, dass das vielleicht sogar auch unter Cobblestone ist. Autosmelter. Ja, genau, das ist die Modifikation für die Minions, glaube ich. Ja, Minion-Upgrade. Also das ist der Autosmelter, da braucht er nur eine Kohle und ich glaube, ein Stack Cobblestone ist das jetzt oder noch nicht mal. Auf jeden Fall, seht ihr, geht relativ easy. Könnt ihr dann auch reintun. Heißt, wenn ihr dann sowas wie Erze abbaut, dann werden die sofort zu Barren verarbeitet. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Man kann bei den Minions wirklich einiges rausholen. Ich zeige euch das jetzt mal ganz kurz. Hier, die laufen jetzt gerade, weiß ich nicht, ich habe die vorhin geleert. Das ist jetzt, glaube ich, eine Stunde knapp her oder so, noch nicht mal. Und ihr seht das schon. Guckt euch das einfach mal an, ja. Also ich kriege da jetzt wahrscheinlich einen ganzen Stack Emerald-Blöcke raus, ja. Die helfen mir ungemein, dass ich auf jeden Fall die Wette gerade gewinne mit den, mit der Emerald-Rüstung, ja. Und vor allen Dingen, das ist richtig, richtig viel Arbeit, ja. Für die Leute, die noch immer nicht so ganz wissen, ich tue ja jeden Tag streamen, auch gleich werde ich wieder streamen. Wenn ihr dieses Video wahrscheinlich seht, bin ich schon dran auf www.twitch.tv/gitantv. Ihr seht mich da ja momentan die ganze Zeit in der Emerald-Mine rumlaufen und das hat einfach folgenden Grund. Und zwar, erstmal, ich brauche unfassbar viele Emeralds für die Emerald-Rüstung, ja, ich kann euch das mal eben zeigen. Also ich habe mittlerweile fast 500.000 Emeralds abgebaut. Ihr seht das hier schon, ne, also hier alleine für die Brustplatte brauche ich ja 8 Blöcke, ja, für die Hose brauchen wir nochmal 7 Blöcke. Und die Emerald-Armor hat auch noch den Effekt, dass für alle 3.000 Emeralds, die ich abgebaut habe, ich ein Leben und ein Defense dazu bekomme. Und das stackt hoch bis auf 250. Sie ist vom Verteidigungswert her die beste Rüstung. Es gibt noch diese Dive-Armor, die hat mehr Leben. Ich glaube, 40 Leben hat die mehr als die Emerald-Rüstung. Aber die Emerald-Rüstung ist vom Verteidigungswert her die höchste. Ich weiß halt nicht, wie viel Verteidigung ausmacht. Es gab mal jemanden, der hatte gesagt, ja, nicht so viel, aber die meisten Leute sagen mir eigentlich die ganze Zeit immer, Kevin, Emerald-Armor ist so das Stärkste im Spiel, weil Verteidigung macht sehr viel aus. Mein Ziel ist es auf jeden Fall zu gucken, dass ich jetzt relativ zeitnah mit der Rüstung fertig werde. Ich wollte jetzt heute gucken, dass ich, wenn ich es zeitlich schaffe, wir haben jetzt schon nach 10, ja, es tut mir leid, dass das Video auch heute was verspätet kommt, dass ich heute vielleicht so auf 18, 19, Traumziel wäre auf jeden Fall 20 Emerald-Blöcke komme, weil dann könnte ich morgen gucken, dass ich den Abschluss mache. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr im Livestream dazukommt,
www.twitch.tv/gtimetv und mentale Unterstützung leistet, Leute. Der Endspurt beginnt auf jeden Fall. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid und ich hoffe, dass ich euch mit diesem Guide deutlich weiterhelfen konnte bei der ganzen Minion-Geschichte, auch wenn er jetzt ein bisschen verspätet kommt. Die meisten von euch werden sich vielleicht schon ein wenig mit den Minions auskennen, aber vielleicht konnte ich ja den einen oder anderen Trick weitergeben an euch. Es gibt hier auf jeden Fall noch bestimmt Tools, die ich vergessen habe, dann tut es mir an der Stelle leid, so weit bin ich dann noch nicht im Spiel drin. Ich sag mal, Ziel des Guides war ja auch mehr oder weniger euch zu erklären, wie ihr an die Minions kommt. Und ganz wichtig, ihr könnt weitere Minions-Plätze freischalten. Das hätte ich jetzt fast vergessen, ja? Ihr könnt am Anfang weniger Minions bauen als später. Denn für jedes Minion, das ihr craftet, aber nur ein einziges Mal, kriegt ihr für jeden Typen quasi XP dazu. Und ihr bekommt, wenn ihr die upgradet, die Minions, beim ersten Mal, ja? Wenn ihr ein Minion das erste Mal eine Stufe steigert, auch nochmal einen Punkt dazu. Man kann das auch in der Collection sehen mit den Minions. Und zwar hier unten, Crafted Minions. Da müsst ihr einfach drauf gehen. Und ich weiß gar nicht, wo war das? Hier, genau. Information, ja? Da seht ihr das zum Beispiel. Mein Minion-Limit liegt jetzt zurzeit bei 8, ja? Ich muss 20 weitere Minions craften oder einen Minion, was ich noch nicht von der Stufe her gesteigert habe, steigern, um den 9. Slot freizuschalten. Da unten seht ihr auch 30 von 50, ja? Also ihr könnt auch weitere Minion-Slots freischalten. Das geht, glaube ich, bis zu einem Maximum von 20 Minions. Das ist so das Maximum. Gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Jetzt seid ihr dran, schreibt mir Feedback in die Kommentare und lasst eine Bewertung da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr das nicht mehr verpassen wollt, dann haut auf jeden Fall Abo raus, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und immer schön dran denken, Glocke an, Ehrenmann.